Hoppla. So, fängt doch gut an. Ich bin jetzt wieder hier mit der Ellie und der Dingens. Ja, also es glitzert, funkelt und was wie auch immer. So, ich bin ja letztes Mal durch diese rote Tür gekommen. Dann hat sie ja diesen Schrank hier umgekippt. Aber der Schrank lässt sich nicht öffnen. Dafür kann ich hier wieder ein paar Sachen einsammeln. Interessant hier. Gut, hier ist nichts. WLF. Das ist auch nichts. Kleine Ecke zufällig mal woanders gesehen, aber mehr weiß ich auch nicht. Kann man nur eben diese Grase mit dem Berg da so bekannt vor. Da ist Stacheldraht, da komme ich nicht rüber. Das krieg ich auf. Hey. Holla, wo war denn das? Boing, da küssen sich hat die. Hat das wer gehört? Keine Ahnung. Müllcontainer. Was ist denn hier noch zufällig was? Ah ja, immer mitnehmen. Und noch was? Hier, Deckel aufmachen oder was? Nein, geht nicht. Gut. Warum da auch Stacheldraht drum ist, keine Ahnung. Wer klaut denn hier schon den Müll? So, jetzt muss ich das schieben. Okay. Dann eben so. Mal sehen. Kann ich hier? Aber das ist ja auch so ein wenig hier. Geht das hier bergauf? Okay, ich schieb das mal ganz in die Ecke. Oah. Okay, es rollt. Es rollt. Da ist ein Loch in der Wand, in der Mauer. Na dann. Abwärts, Ellie. Geklappt. Mhm. Okay, da fühlt auch noch einen Stein eben mit runter. Fahrradhelme. Die Reifen, Fahrräder hängen an der Decke. Gut, kann man ja Fahrrad fahren. Voll. Ja, Moment, ich habe da 68, im Moment, da habe ich noch gar nicht verbessert bei der Waffe, das ist noch alles weiß, Pumpgun, oha, das Zielfernrohr abgehakt, Moment, da war ja noch was, glaube ich. Aha. Voll. Okay. Ah, eine Karte in der Ecke. Na, Lady der Youthful oder so ähnlich. Na, Lady der Youthful.
echter Name Naledi Mbeki. Was? Die zerbrechliche, wirkende, grauhaarige Naledi trägt immer weite Kleidung, um ihre zahlreichen Brandwunden zu verbergen. Doch ihr schwächliches Äußeres, toll. Nachdem sie sich weigerte, bei einem Brandanschlag an der Seite ihrer Familie zu sterben, was? Moment. Ja, doch. Nee, oder? Doch. Mein Gott. Rief ihr Rachedurst einen dunklen Geist herbei, der sich ihrer bemächtigte. Sein Fluch schien Glück im Unglück zu sein. Solange sie ein anderes lebendes Wesen berührt, kann keiner von beiden verletzt oder getötet werden. Mhm. Wenn Naledi allein ist, ist sie allerdings extrem verwundbar. Also hat sie sich mit der mächtigen Bizarrebra verbündet, die sie dank ihrer Körperkraft in die Schlachten gegen diejenigen tragen kann, die ihr Unrecht getan haben. Ein beinahe unbezwingbares Team. Okay, Bizarrebra. Gut. Ja, ich habe gerade hier nach meiner kleinen Karte, also mein Kater geguckt, hier Wolli, weil bei dem muss ich aufpassen. Der macht immer gerne Dummheiten und deswegen habe ich mich da hier und da verlesen oder nicht verlesen, wie auch immer. Jede Menge Fahrräder. Such dir eins aus, Ellie, oder fahr nach Hause. Oder nimm eins mit für Dina und dann, wenn ich das Pferde, habt ihr hier diese. Ja, Fahrräder dann. Okay. Da scheint nichts zu sein. Da ist noch ein Laden. Da ist ein Laden. Okay, da hinten geht eine Treppe hoch. Uah. Ist hier unter was? Der Lappen. Kann ich nicht benutzen, wo ich den Lappen für benutze? Also, nein, geht nicht. Schade. Okay, und hier? Ich kann meine Nahkampf... Jawohl. Immer verbessern, das ist gut. Bück dich, Elli. Haha. Okay. Und mal von hinten. Holt mich doch, ihr Big. Ja, genau. Ist da was drin? Nee. Kann ich hinten was öffnen? Nein. Okay. Gut, dann fange ich mal mit diesen Likörladen an. Ach, Miss Wally. Ich sag doch, der macht Dummheiten. Er hat da sein kleines, sein Futter hier ausgekippt. Der Dumme. Okay, ich fuhr mal den Laden an. Ist hier was drin? Nein. Einmal ab. Ich höre was. Über meine Kopfhörer. Ich wollte eigentlich das Rechte. Ein kleiner Fokoriegel.
Das geht immer. Okay, jetzt bin ich voll. Oh, da geht's runter. Warte mal, ich habe was gehört. Ist aber hier nichts zu sehen. Aber ja. Okay. Das hat je nach die ganzen Dicken angehört. Die neuen Viecher. Die explodieren. Oh Gott, die explodieren können. Laufen, laufen. Zwei Stück. Auf jeden Fall im Moment zwei. Ich nehme mal eine Sprengfalle. Okay. So. Ich kann zufällig noch eine herstellen, das ist gut. Eine Sprengfalle. Au, 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 der eine ist hier schon ganz nah. Oha. Oh, Backe. Geh weg. Nein, du siehst mich nicht. Hin. Die sind viel zu fett, um da unten durchzukommen. Na los, komm her, du. Wieso wurde das ausgelöst? Die waren es doch gar nicht. Verstehe nicht. Wieso wurde das ausgelöst? Das ist ja merkwürdig. Da geht die Bombe da hoch, da sprengt Falle und... Merkwürdig. Warum das? Das macht doch einfach gar keinen Sinn. Mist, und die andere liegt dann noch da hinten. Ja, die liegt da hinten, genau. Oh, jetzt. Ich hab die Bombe getroffen. Natürlich. Das war jetzt nicht so besonders. Ja. So kann man seine Munition auch verschwenden. Okay. Aber hier kriegen die mich wenigstens nicht. Das ist ja schon mal was. Ja.
Komm mal her, du. Hep. Autsch. Ich würde mal sagen, ich nehme mal sowas hier. Okay. Ja, brenn, du Schweine. Fedo. Los, verbrenn doch, Mensch. Dann siehst du besser aus, wenn du verbrannt bist. Oh, Achtung. Jo. Okay. So. Oh, das stinkt. Aha. Ich hasse Schämler. Ja, ich auch. Ah, 10 von diesen Punkten. Jetzt habe ich 49. Gut, hier muss ich nicht machen. Hier ist es ein bisschen zu dunkel. Okay, fürs Gewehr geht leider nichts mit. Da ist voll. Wieder mal Klebeband. Und hier, die Seite. Nein. Schränke oder was geht nicht auf. Okay, die war da auch nicht aufgegangen. Huch. Moment, ich nehme Stein wieder mit. So, gucken, hier blinkt nichts. Hm. Lalalala. Okay. Ich nehme mal an, hier so Sicherungskästchen. Und hier ist auch nichts. Okidoki. So. Da ist nichts. Komme ich hier hoch? Nee. Komme ich hier hoch? Nee. Okay. Lass mal sehen, wie komme ich denn jetzt hier am besten wieder raus? Toilette? Nein. Geht's hier raus? Hallo? Ah, ich glaube hier. Jawohl. Okay. Bücher? Nein, kann ich nicht berühren. Okay. Spielzeugsoldaten. Holz, Autos und das ist ein Kindergarten hier oder was? Sieht so aus wie ein Kindergarten. Oder ein Wartebereich für Kinder. Bunte Kissen, Wolken. Entweder ein Kindergarten oder was haben wir denn hier? Oh. Okay, wieder was gefunden. In dieser Ausgabe der große Test 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. 10 Dinge, die Sie vor dem Heuten wissen müssen. Schnäppchenjäger, hier finden Sie fantastische Angebote für Messer, Kameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung.
Okay, greifen die doch heute zu, zum halben Preis oder so ähnlich. Prädition. Okay. Erhöhte Zielstabilität. Boah. Plus 100% Stabilität, plus 100% Genauigkeit. Alter. Schnellere Zielbewegung. Lausmodus Reichweite. Aha, aus größerer Distanz kann man die dann. Okay, Atem anhalten. Naja. Und unten ist noch irgendwas gesperrt. Hm? Überraschung, was gibt's denn da? Donnerwetter. Da kann ich einen Schalldämpfer anfertigen, aber das benutze ich ein paar Mal, irgendwie zwei, drei Mal oder wie oft, und dann geht der Schalldämpfer kaputt. Ja, und dann muss ich die wieder neu machen oder was? Mit irgendwelchen Punkten, das wäre ja albern. Okay, lasse ich das mal. Lernen. Verbesserte Medikits. Ah, hier. Gut, dann nehme ich bessere Medikits. Kann man immer gebrauchen. So, und als nächstes wäre hier mehr Rauchbomben anfertigen. Naja. Okay, gut. Immerhin wieder was Neues gelernt. Also, bekommen. Mal sehen, vielleicht irgendwann später mal. Okay, was haben wir denn hier? Eine Brille. Boom. Und so zwei Personen. Dad und Mom, ja. Okay. Gut. Dann. Oh, hoppala. Oh, da ist was. Da ist einer. Oh Gott, da auch. Kann mich hier so verstecken? Nee, nicht ganz. Okay. Oh Gott, er kommt. Er kommt. Ah. Es ist schwer aus dieser Entfernung. Oh. Ein, zwei, drei. Moment. Hep. Und schön aufschlitzen. Ah ja. Das macht Laune. Und dann noch schön im Wasser. Ja. Yeah. So, Spielzeugladen, da wird hier war ich schon. Ich bleibe erstmal auf einer Seite. Ja? Ich nehme erstmal eine Seite hier. Die rechte Seite. Taxi schon reingeguckt, ne? Gut. Ja. Komm her, du Alte. Voll oder warum gehst du so komisch? 3, 2, 1, setz! Hahaha! Ja, schön aufschlitzen! Ah ja!
So, und da spritzt das so schön aus ihr raus, ey. Herrlich. Konzentration. Ja. Auf den Hügel. Oha, ich habe schon wieder 25 Minuten. Na gut, dann beende ich mal die Folge. Und dann geht es nächstes Mal weiter hier. Und zwar in den komischen Saftladen hier. Dann mach's gut, mach dir einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, dann sage ich, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.